Mikromobilität steht für kleinere, manchmal elektrisch angetriebene Verkehrsmittel, die genutzt werden, um kürzere Strecken zurückzulegen. Sie sind umweltfreundlich, günstig und im urbanen Bereich oft die schnellste Mobilitätslösung. Besonders das Fahrrad bietet Jugendlichen im urbanen Raum eine flexible Mobilität. Welche Rolle spielt für dich das Fahrrad im Alltag? Ich würde sagen, schon eine ziemlich große. Also ich fahre hauptsächlich Öffis, also U-Bahn, Tram und so. Aber vor allem im Sommer, wenn das Wetter passt, ist mein Fahrrad einfach angenehmer. Sieht man ein bisschen was, so vor allem mit Freunden. Und spät, vor allem, wenn man unterwegs war und keine U-Bahn mehr fährt, ist ein Fahrrad praktisch. Also ich komme gerade von der Uni. Also ich fahre immer jeden Tag in die Uni mit dem Fahrrad zum Training, also sehr viel. Und gibt es auch noch andere Mobilitätsformen wie den E-Scooter, den du regelmäßig nutzt? Ja, auch. Also wenn ich nicht mit dem Rad fahre, wenn ich es nur abstellen möchte und zum Beispiel am Abend rausgehe, irgendwo hinfahre, fahre ich mit dem E-Scooter auch oft. Zum Beispiel wenn ich jetzt mit Elektrosachen fahre, ist halt viel besser als Verbrennerautos. Ich hatte zum Beispiel selber einen, aber musste ich leider verkaufen, ein BMW war das halt. Musste es hergeben, weil es leider viel zu viel Verbrauch hatte. Das ist das praktischste Fahrzeug in Wien, finde ich. Man kann sportlich sein, man sieht viel mehr, wenn man selber die Wege gehen muss und sie finden muss, als mit der U-Bahn zum Beispiel. Sonst sind Öffis auch super, ich verwende sie auch, aber Rad ist mein bester Freund. Europäische Mobilitätsstudien zeigen, dass etwa 50% der städtischen Fahrten kürzer als 5 Kilometer sind. Ideal für Fahrräder. Der kontinuierliche Ausbau von Radverkehrsnetzen, zum Beispiel in Wien mit über 1700 Kilometern, macht diese Option immer attraktiver. An den 18 Radverkehrszählstellen waren heuer in den ersten 6 Monaten insgesamt 5,5 Millionen Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs, was einen Anstieg von 9% im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres bedeutet. Die Zahlen zeigen deutlich, dass das Fahrrad im urbanen Raum eine immer wichtigere Rolle für die Mobilität junger Menschen spielt. Dabei stellt es sich als zukunftsfähige Alternative herkömmlicher Verkehrsmittel dar. Auch für die Verkehrswissenschaftlerin Barbara Lahr von der TU Wien trägt die Mikromobilität im urbanen Raum zur Verkehrswende bei. Frau Lahr, welchen Stellenwert hat denn die Mikromobilität im urbanen Raum? Also ich glaube, wir müssen ganz stark differenzieren, welche konkrete Art von Mikromobilität spielt welche Rolle. Und da glaube ich, dass das muskelbetriebene Fahrrad eine sehr große Rolle spielen kann und soll, weil es eine sehr nachhaltige Art ist, weil es auch von den Geschwindigkeiten her weniger ist als diese elektrifizierten Formen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass man sieht, in Ländern, wo der Radverkehrsanteil höher ist, wo auch viele Jugendliche und Kinder schon selbstständig mit dem Fahrrad unterwegs sind, dass die zufriedener sind, also zum Beispiel in den Niederlanden, dass sie auch sagen, sie können selbstbestimmter mobil sein, weil sie nicht darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel ein Elternteil sie mit dem Auto irgendwo hinbringt. Das heißt, es ist gut, auch dort anzusetzen, dass Kinder und Jugendliche auch gut Fahrradfahren lernen, sich selbstbewusst in der Stadt damit fortbewegen können und dass dieses Mobilitätsverhalten dann auch ins Erwachsenenalter mitnehmen. Wer kennt es nicht? Den Ärger über wahllos herumstehende E-Scooter. An der Universität Stuttgart hat man dafür jetzt eine Lösung gefunden. Hier wird ein autonomer E-Scooter entwickelt. Dieser ist so modifiziert, dass er selbst balanciert und autonom zum nächsten Einsatzort fährt. Hierbei kommt modernste Regelungstechnik zum Einsatz, um die E-Scooter trotz potenzieller Störungen zu stabilisieren. Durch maschinelles Lernen erfolgt eine optimale Verteilung auf dem Campus, basierend auf Nutzeranfragen. Ein automatisiertes Fahrzeug wie dieses kann so in einem Verleihsystem bis zu 10 herkömmliche E-Scooter ersetzen. Noch flexibler als ein E-Scooter ist das sogenannte Walk-Car der japanischen Firma Kokoa Motors. Es sieht aus wie ein Laptop auf Rädern und wiegt nur etwa 3 Kilogramm, wodurch es leicht in einer Tasche transportiert werden kann. Das Fahrzeug erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h und hat eine Reichweite von bis zu 12 Kilometern.
Durch seine kompakte Größe und einfache Handhabung eignet es sich besonders gut für kurze Strecken in der Stadt und als Ergänzung zu anderen Verkehrsmitteln. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wird an einem intelligenten Fahrrad namens Bobby gearbeitet, um das Verhalten von Radfahrenden im Verkehr zu untersuchen. Dabei werden Sensoren wie Kamera, LiDAR und Radar genutzt, um das Fahrrad zu lokalisieren, Brems- und Beschleunigungsverhalten zu ermitteln und die Umgebung zu erfassen. Mensch-Maschine-Schnittstellen ermöglichen den Austausch von Informationen zwischen Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern. Die Daten helfen, das Verhalten der Radfahrenden zu verstehen und Sicherheitsmaßnahmen zu entwickeln. Auch hierzulande wird das Verhalten von Fahrradfahrerinnen untersucht. Ein Forschungsprojekt am Institut für Verkehrswesen der Universität für Bodenkultur in Wien beschäftigt sich mit der Frage, wie es Schülerinnen und Schülern auf öffentlichen Verkehrswegen ergeht. Wir haben Jugendliche gefragt, in welchen Verkehrsräumen sie sich besonders sicher und wohl fühlen würden, wenn sie mit dem Rad unterwegs sind. Und da haben die Jugendlichen ganz unterschiedliche Aspekte genannt. Das Grün spielt eine Rolle, aber auch die Breite der Verkehrsanlagen. Sie wünschen sich eigene Radwege, die abseits vom motorisierten Individualverkehr sind. Begegnungszonen wurden genannt und dass sie sich gut auskennen und alles auch sehr gut beleuchtet ist, das spielt auch eine große Rolle. Also das Potenzial für aktive Mobilität ist ja prinzipiell sehr hoch. Es sind immer noch sehr, sehr viele Wege, kurze Wege, die eben motorisiert zurückgelegt werden, wo wir ein hohes Potenzial orten, dass diese Wege auch mit aktiven Mobilitätsformen zurückgelegt werden können. Und das wäre eben besonders für Jugendliche wichtig. Mikromobilität, insbesondere die aktive Mobilität mit dem Fahrrad, kann den Bewegungsanforderungen von Jugendlichen gerecht werden. Vieles spricht für einen konsequenten Ausbau der Infrastruktur, damit Jugendliche unabhängig, aktiv und vor allem sicher die Stadt erkunden können.